Grüß Gott und herzlich willkommen zu Gesichter der Weltkirche. Wir sind heute zu Gast im Priesterseminar Leopoldinum im Stift Heiligenkreuz bei Wien. Und bei mir ist heute ein Priesterseminarist mit einer interessanten Berufungsgeschichte und viel geistlichen Inhalten. Herzlich willkommen, Oleg Schachala. Grüß Gott. Sie sind Priesteramtskandidat der mit Rom unierten griechisch-katholischen Kirche. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrer Berufung. Wie kamen Sie auf diesen Weg? Ehrlich gesagt, wenn man mich fragt, wie kam ich auf diesen Weg, habe ich bis heute keine Antwort. Das weiß ich nicht. Das kann man irgendwie nicht erklären, weil du spürst einfach etwas. Aber erklären, woher du diese Stimme hast, woher hörst du das, was bewegt dich, kannst du nicht sagen. Bei mir war es so, dass meine Oma irgendwann einmal gesagt hat, Oleg, heute ist Sonntag, wir hatten ein Fest, geh zur Kirche. Weil von Eltern wollte keiner zur Kirche gehen. Und meine Geschwister auch. Also die sind schon gläubig, aber zur Kirche gingen sie einmal, zweimal pro Monat vielleicht. Und es hat gereicht. Und ich dachte mir, okay, ich kann zur Kirche gehen, schauen wir mal, was gibt's dort. Und erstes Mal war ich in der Kirche und es war einfach schön, die Gesänge. Der Priester, der war sehr schön begleitet und irgendwie war das schön. Und ich habe gedacht, okay, jetzt war ich in der Kirche und vielleicht nächstes Mal lässt mich meine Oma in Ruhe. Ja? Aber das war nicht der Fall. Am nächsten Sonntag hat meine Oma mich aufgeweckt und hat gesagt, möchtest du heute nochmal zur Kirche gehen? Also dagegen hatte ich nichts. Ich bin nochmal zur Kirche gegangen und es war genauso wunderschön. Und ich habe gesehen, dass beim Priester meine Bekannte sind. Also die haben ministriert. Und ich dachte mir, okay, wenn sie beim Priester laufen dürfen, wieso darf ich das nicht? Das Problem war, dass ich damals also sehr heftig gestottert habe. Ich konnte nicht einmal sagen, wie ich heiße, woher ich komme, was ich mache. Das war schon für mich eine Herausforderung, zu fragen, ob ich ministrieren darf. Aber da war ich mutig und ich bin zu einem Mann gegangen, der sich damit beschäftigt hat. Und ich habe gefragt, ob man ministrieren darf. Und dieser Mann hat als Spaß gesagt, okay, aber pass auf, du musst jeden Tag zur Kirche gehen, in der Früh und am Abend auch. Und für mich als damals elfjähriges Kind, ich habe das sehr ernst genommen und das war auch für mich eine Herausforderung, ob ich das schaffe. Und seitdem war es so, dass meine Oma mich jeden Tag aufgeweckt hat. Und jeden Tag bin ich zur Kirche gegangen, um zu ministrieren und einfach helfen in der Kirche. Nach der Messe oder nach der göttlichen Liturgie bin ich zur Schule gegangen. Also erst dann, wenn ich schon bei der Liturgie da war. Und in der Schule wussten Lehrer, wenn ich nicht in der Schule bin, das heißt, wir haben heute ein Fest und ich bin ein bisschen mehr beschäftigt in der Kirche. Ja. Das also war ich so. Ja. So kamen Sie in den Glauben rein. Das ist jetzt auch für ein mitteleuropäisches Ohr, stellen sich da schon mal viele Fragen. Zum einen, Sie sind ja griechisch-katholisch, das ist jetzt nicht der lateinische Ritus, sondern es ist ein
ostkirchliche Ritus, sage ich mal, wenn man den zum ersten Mal sieht, dann ist man eher oftmals an die orthodoxe Kirche erinnert. Dann denkt man, oh, bin ich in der orthodoxen Kirche? Nein, das ist katholisch, aber es ist griechisch-katholisch, es ist ostkirchlich. Haben Sie da eine andere Verbindung zur Heiligen Messe als hier? Weil Sie sagten, Ihre Oma hat Sie sozusagen als Abgesandter hingeschickt. Ist das irgendwie ein anderes Verständnis von Heiliger Messe, das sich eher an das Orthodoxe anlehnt? Also, griechisch-katholische Kirche hat den orthodoxen Ritus. Wir feiern die Messe, also die göttliche Liturgie, genauso wie orthodoxe Kirche. Mhm. Aber trotzdem sind wir mit Rom verbunden. Ja. Wir sind unierte Kirche. Und die Messe ist also ganz anders als jetzt in römisch-katholischer Kirche. Ja, und man weiß ja eigentlich so von der orthodoxen Kirche, da ist es eigentlich Hauptsache, man geht irgendwie in die Kirche rein, an irgendeinem Punkt der Liturgie, und um teilzunehmen. Wohingegen beim Katholischen ist es doch sehr wichtig, dass man die ganze Heilige Messe durch dort ist. Oder ist das so ein Missverständnis? Also nicht, dass ich wüsste. Wenn man schon zur göttlichen Liturgie geht, also teilnimmt, dann muss man vom Punkt A bis zum nächsten Punkt da sein. Schon. Also. Aber ist es üblich, dass man sagt, okay, wir senden jetzt nur eine Person aus unserer Familie in die Kirche, die für uns dort geht? Ist das so eine übliche Geschichte? Normalerweise nicht. Okay. Wenn schon jemand zur Kirche geht, in die Kirche geht, dann geht man schon mit ganzer Familie. Kinder, also Vater, Mutter, Oma, Opa, also alle, die zu Hause sind. Mhm. Es klingt doch so, als ob Sie so ein bisschen hineingetrickt wurden. Zum einen von Ihrer Oma natürlich, die so einen kleinen Trick angewendet hat. Geh mal du für uns. Zum anderen von diesem Mann, der gesagt hat, ja, du musst jetzt jeden Morgen und jeden Abend gehen. Das war ja wahrscheinlich nicht so für den Ministranten. Also gemeint hat er nicht ernst, aber ich habe das ernst genommen. Aha. Also es war ein Trick, der Sie sozusagen dann in die Kirche mit hineingezogen hat. Und Sie sagten, es waren Ihre ganzen Bekannten, die vorne ministriert haben. War das also auch üblich unter den Kindern, dass die mitgemacht haben, allgemein? Das war auch nicht üblich, aber viele, viele hatten schon Lust daran, teilzunehmen. Bei mir war das irgendwie anders, weil ich 6 oder 7 Jahre zur Boxschule gegangen bin. Ich war damals Boxer. Okay. Und in der Schule muss ich zugeben, dass ich nicht so ein guter Kerl war. Mhm. In der Schule hatte ich fast immer Streit. Und weil ich gestottert habe, ich konnte nicht mit den Worten meine Position irgendwie begründen, argumentieren. Deswegen habe ich sofort geschlagen. Das war für mich damals eine Lösung. Aber seitdem ich in der Kirche war, habe ich mich selber gefragt, wieso tust du da? Mhm. Irgendwie, es kamen die Fragen, auf die ich keine Antwort hatte. Aber seitdem ich in der Kirche war, ich habe immer wieder die Antworten bekommen auf meine Fragen, die ich damals hatte. Mhm. Und irgendwie bekam ich ein Vertrauen zu Gott. Ich war mir ganz sicher, dass ich mit ihm rede, dass ich mit ihm eine persönliche Verbindung habe. Und es war für mich sehr wichtig, dass ich für meine Eltern bete und für meine Geschwister auch. Wieso zum Beispiel mein Papa nicht so oft zur Kirche gegangen bin oder meine Mutter? Weil mein Vater war fast sein ganzes Leben zur Arbeit in Ausland. Also er war fast nie zu Hause, oder wenn er zu Hause war, war er für 3 Wochen vielleicht, für einen Monat oder ja. Und deswegen, als er zu Hause war, wollte er auch ein bisschen Ruhe haben. Genau. Und meine Mutter war immer so scheu, und ohne Vater geht sie fast nirgendwo hin. Genau. Das war so. In der Schule waren Sie dann erstmal der harte Kerl, der Boxer, der erstmal zugeschlagen hat. Dann gehen Sie plötzlich in die Kirche und in Ihnen ändert sich was. Wie haben denn Ihre Mitschüler darauf reagiert, dass dieser Zuschläger plötzlich so ein ganz frommer wird?
zuerst normal, weil sie nicht wussten, ob ich noch schlage oder nicht. War da ein bisschen vorsichtig. Genau, die haben schon Rücksichten genommen. Ja, aber die fanden das cool, weil die haben gesehen, dass ich niemandem weh getan habe. Mhm. Und plötzlich war ganz andere Person. Und damals musste ich mich entscheiden, ob ich zur Kirche gehe oder zur Boxschule. Weil von der Zeit her war das quasi in gleicher Zeit. Mhm. Zum Beispiel, ich hatte Training um 18 Uhr am Abend. Mhm. Und genauso um diese Uhrzeit hatte ich die Messe. Oder besser gesagt, die göttliche Liturgie. Mhm. Und ich musste mich entscheiden, ob ich zur Kirche gehe oder zur Schule. Ich habe mich für die Kirche entschieden. Mhm. Ja. Sind Sie heute auch noch sportlich oder haben Sie das ganz völlig? Genau, boxe ich weiter, aber das ist als Hobby. Okay. Ja. Machen Sie da auch noch Wettkämpfe als boxender Priester? Das mache ich nicht. Okay, also nur noch ein bisschen zum Fit bleiben. Nur als Hobby. Aha. Jetzt ist die Ukraine Ihrer Kindheit eine ganz andere als heute. In der Ukraine herrscht Krieg. Haben Sie noch Verbindungen in die Ukraine? Ja, also in meiner Wohnung waren wir zu fünf. Das heißt, ich, meine zwei Brüder, Mutter und Vater. Und heute ist keiner mehr zu Hause. Mhm. Mein Bruder, älterer Bruder, ist in Kiew. Mein jüngerer Bruder jetzt da, in Heiligenkreuz. Er macht jetzt Deutschkurs. Ja. Meine Mutter ist in der Slowakei, neben Bratislava. Und vor einer Stunde habe ich erfahren, dass mein Vater schon ganz vorne ist im Krieg. Er war einberufen und zwei Monate war er beim Üben. Und heute ist er ganz vorne. Das ist natürlich eine schwierige Nachricht für Sie. Und ich denke, die gesamte Situation in Ihrer Heimat ist auch eine gewisse Belastung. Wie empfinden Sie das auf Ihrem Berufungsweg? Wie kommen Sie damit klar auf Ihrer Berufung? Mit der Berufung zurechtzukommen, ist sehr, sehr, sehr schwer. Würden Sie lieber etwas anderes tun jetzt gerade in diesem Moment? Ich würde schon gern mit meinem Vater sein, weil ich bin auch ein Mann. Ja. 25 Jahre bin ich. Ja. Ich verstehe schon, ich weiß schon, dass ich einen anderen Weg habe. Und vielleicht nicht dort sein muss. Aber weil ich schon ein paar Freunde verloren habe und allgemein haben wir schon sehr viele Verluste. Manchmal weißt du einfach nicht, was du machen sollst. Weil wenn jeder so sagen würde, dass ich von der Berufung, ich weiß es nicht, Musiker bin oder Schauspieler, dann hätten wir keine Leute an der Front. Ja. Und einfach mit dem Volk dabei zu sein und dieses Leid teilen, das ist schon sehr wichtig. Aber ich weiß auch, dass ich da nicht allein bin, dass ich eine Verantwortung trage für meinen Bruder, für meine Mutter. Und wenn ich da bin, kann ich besser meine Familie unterstützen. Ja, und ich rede einfach mit dem Gott, so oft wie möglich. Und ich suche bis heute die Antwort auf die Fragen, die mich beschäftigen. Allgemeine Fragen, wieso, warum, wofür. Und Gebet hält irgendwie
weiter auf diesem Weg. Weil ich weiß, dass das einen Sinn ergibt. Bis heute weiß ich nicht welchen, aber ich weiß, es muss etwas da drin sein, dass Gott das zugelassen hat. Ja. Ja, das verstehe ich vollkommen, diese innere Spaltung, diese Fragen. So viele müssen an die Front, warum ich nicht? Ich könnte das genauso. Aber auf der anderen Seite den Ruf in die Kirche. Und dieser Ruf, der wird Sie auch voraussichtlich jetzt erstmal nicht wieder in die Ukraine zurückführen, sondern Ihr Bischof plant, Sie nach Kroatien zu schicken, dass Sie eben dort auch der ukrainischen Gemeinde dienen. Ukrainer sind ja inzwischen in ganz Europa verteilt, eben unter anderem auch in Kroatien, wo Sie dann dienen werden. Was wird denn dort Ihre Aufgabe sein? Mit meinem Volk zu sein. Also viele Leute oder die meisten Leute sind geflüchtet, nicht weil sie nach einem schönen Leben streben, weil wir wissen ja auch, dass in Europa lebt man besser als zum Beispiel bei uns zu Hause. Also das ist keine Suche nach einem schönen Leben, das ist einfach wahllos. Gibt es so ein Wort? Wahllos? Wahllos, ja. Das war so eine wahllose Entscheidung. Und ja, die wollen auch nach Hause, aber können nicht und müssen da bleiben. Und wenn sie schon da sind, egal ob es Kroatien ist oder Österreich oder Deutschland, Priester muss dabei sein mit seinem Volk. Und diese schwierige Zeit mit Gott durchmachen. Und vielleicht Aufgabe wird, diese Wunde heilen, die mein Volk hat. Weil Krieg bezieht sich fast auf jede Familie in der Ukraine. Es gibt keiner, der sagt, ich habe keine Freunde dort oder Bekannte dort oder selbst von der Familie. Also jeder ist drin. Ja. Sie werden also sowas wie ein geistlicher Arzt auch sein, der versucht, diese Wunde zu heilen. Aber ich denke, Sie selbst haben auch eine Wunde davon getragen, von diesem ganzen Krieg. Wie gehen Sie damit um? Was prägt da Ihre Spiritualität? Was ist Ihnen vor allem wichtig in der Gebetszeit zu Gott? Wie gestalten Sie das? Sie haben recht, ich habe auch Wunde, genauso wie jeder Ukrainer. Und ich versuche das mit meinem lieben Gott zu lösen. Ich bete halt. Also es gibt kein Geheimnis, kein, wie soll ich das beschreiben, kein Patentrezept, Medikamente oder sowas. Ich spreche halt mit Gott, fertig, aus. Ja. Und ich bete so, dass ich nicht nur Gott lobe, ich schimpfe auch mit Gott. Vielleicht klingt das ein bisschen nicht klar, aber mit Gott kann man auch schimpfen. Und das kann man aus Liebe auch machen, weil dadurch zeigst du wirklich, was du spürst. Also du spielst dann kein Theater, dass es dir gut geht, Gott, ich preise dich, ich lobe dich. Nein, du sagst auch das, was du innerlich spürst, was du fühlst. Du sagst es einfach so, wie es ist. Das ist so auf Art und Weise wie zum Beispiel Psalmen. Es gibt schon verschiedene Psalmen, wo David auch jammert, klagt. Ja. Genau. Ich stelle diese Frage natürlich auch aus Eigennutz für unsere Zuschauer, denn jeder hat etwas, mit dem er kämpft, mit dem er nicht klarkommt. Aber
Ich denke, Sie können darauf vielleicht noch mal eine ganz andere Antwort geben, was Sie jetzt auch gerade getan haben. Also, dass man auch durchaus mit Gott schimpfen darf, dass man auch eindringlich mit ihm sprechen kann, mit einem richtigen Gegenüber. Sie sind jetzt hier schon seit 4 Jahren in Österreich, in Mitteleuropa. Was war denn Ihr größter Kulturschock hier? Was hat Sie am meisten verwundert an den Menschen hier? Das ist eine interessante Frage. Was hat mich bewundert? Gewundert. Gewundert. Ja, also. Also meinen Sie jetzt von dem Volk her oder zum Beispiel da im Studium? Weil es gibt schon von den Menschen. Also ich habe in Wien auch ein Semester studiert und mich hat vor allem gewundert, wie unfreundlich die Leute waren, das aber gar nicht so gemeint haben. Zum Beispiel. Also der Wiener, der schnauzt dich immer erstmal an, bevor er mit dir redet, aber der meint das gar nicht böse. Das war so etwas, was mich angesprochen hat. Was war das bei Ihnen? Also bei mir war es so, ich wusste halt nicht, wenn ich zum Beispiel zu Messen gehen möchte mit meinen Freunden, da muss ich einen Termin ausmachen. Und das geht nicht am nächsten Tag, das geht übernächste Woche, am Dienstag, aber nur von bis. Also es ist immer so fix, ja. Wenig spontan. Genau. Das war für mich so eine Überraschung. Und ich würde sagen, in Österreich darf man ein bisschen offener sein und nicht immer aufpassen, was man sagt, wie man sich verhält. Genau. Im Vergleich zu der Ukraine. Sie haben ja schon ein bisschen was auch von der Ukraine erzählt. Man hat so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie so die Lebensphilosophie auch ist von einem Ukrainer, wie ein Ukrainer versucht, seinen Enkelsohn zum Beispiel in die Kirche hineinzubekommen oder wie ein ukrainischer Mesmer einen jungen Ministranten dazu bringen will, möglichst oft in die Kirche zu kommen, so mit einem gewissen Art von Humor. Was haben Sie denn jetzt aus Mitteleuropa übernommen? Inwiefern sind Sie jetzt mitteleuropäischer geworden? Sind Sie pünktlicher zum Beispiel? Schon, ja. Schon, ja. Also ich halte mich schon an Regeln, das stimmt. Innerlich bleibe ich immer Ukrainer und ich nehme da nur das, was mir hilft oder was ich gut finde. Pünktlichkeit zum Beispiel. Ja. Aus dem Heiligen Kreuz besonders Ehrlichkeit, Offenheit gibt es auch. Ja. Genau. Ja, da muss ich ein bisschen nachdenken, weil das ist eine schwierige Frage, inwiefern ich mitteleuropäisch geworden bin. Da müsste man da wahrscheinlich eher die Leute fragen, die Sie von früher kennen, inwieweit sie sich verändert haben. Wahrscheinlich. Also als ich zu Hause war, als ich Ferien hatte und nach Hause gefahren bin, sagten schon meine Freunde, dass ich anders geworden bin. Ich wusste halt nicht, wie. Und meine Mutter hat das auch gesagt, wenn man dich sieht, man sieht, dass du ein bisschen anders bist. Aber das merke ich nicht. Und wahrscheinlich aus der Seite kann man das irgendwie besser verurteilen oder beurteilen. Also ich kann das nicht. Ja. Ich denke, dass ich so geblieben bin, wie ich war. Ja. Ist vielleicht auch alles ein bisschen der Stempel Ihrer Berufung, der jetzt sichtbar geworden ist und nicht unbedingt kulturelle Dinge. Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses sehr tiefgehende, sehr offene Interview und ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf Ihrem Weg in Ihrer Berufung in die Zukunft. Herzlichen Dank auch für dieses Interview. Und also beten wir für den Frieden. Das ist so meine letzte Nachricht. Das werden wir tun. Das ist so fern und gleichzeitig so nah zu uns. Ja. Und es kann auch zu jedem Haus kommen. Ja.
Das macht Kirche in Not. In jedem Jahr, am Jahrestag der russischen Invasion, beten wir gemeinsam in unserer Hauskapelle, auch medial verbunden. Das werden wir auch in Zukunft tun. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Ihnen zu Hause danke ich fürs Zusehen. Sie sehen, die Weltkirche gibt viele Antworten, die wir in Mitteleuropa so nicht hören würden. Bis zum nächsten Mal bei Gesichter der Weltkirche.